wurde immer schon gesagt, mach was du am besten kannst. Hätte ich das damals gemacht, wäre ich heute ein Gigolo. Aber nein, heute krieg ich Dough für CDs und Konzerte. Bullen parken vor mein Haus, doch sind auf der falschen Fährte. Cam und ich, wir haben die Styles, wir setzen neue Trends in Stuttgart. Kommt uns ruhig mit eurem Scheiß, ich zeig euch, wer ihr wen kaputt macht. Rap ist mein Geschäft, so wie für Antonio, das hier, yo, bin so deutsch, so echt wie ein Feinrap-Temp, ein Hosenträger. Was wollt ihr von mir? Es bleibt mein Geschäft. Ihr könnt uns kopieren, doch ihr seid nicht echt. Was wollt ihr von mir? Es bleibt mein Geschäft. Dieses Rap-Geschäft ist ein Scheißgeschäft. Ich mach auf der Bühne nicht auf Gangster, sondern nur in meinem Ghetto. Du rappst wie der letzte Rentner, geh mal lieber heim, du Penner. Meine Macs sind echte Banger, K ist nur für echte Männer. Was wollt ihr von mir? Es bleibt mein Geschäft. Ich bin ziemlich gut im Futter und auch eigentlich sehr entspannt. Trotzdem fick ich deine Mutter und rauch dabei einen fetten Blunt. Sam, sie meint, wir sind krank, jagen dem Geld nach wie ein Chunk. Ich sag, auf der Straße leben Leute nur von uns am Pfand. CDU ist schuld daran, genauso wie die Deutsche Bank. Diese Schwuchtel Philipp Rösler und Josef Ackermann. Als die RAF verschwand, fing es anders in Deutschland. Überall unbemerkt versteckte Ghettos entstanden. Was ist denn bitte links? Was ist denn bitte rechts? Sie so scheiß für die erzählt, dass sie am Ende nicht mehr checkt, dass die Medien euch belügen und der Staat euch überwacht. Orwell hat's geschrieben, Schäuble hat es wahr gemacht. Die Regierung spinnt Intrigen zur Erhaltung ihrer Macht. Tupac hat es aufgeschrieben, dann haben sie ihn umgebracht. Sie kürzen eure Renten, sie erhöhen eure Steuern. Das Geld geben sie dann Firmen, die euch am Ende feuern. Ja, schon, ich hasse die Bullen, doch nicht so wie diesen Staat. Dies ganze Drecksystem halte ich für extrem an Arsch. Solange jeder Deutsche brav arbeitet und Steuern zahlt, unterstütze den Apparat, der ihn Tag für Tag verarscht. Ich sag, eine gute Tat ist oft gegen das Gesetz, doch Gesetze machen Menschen, also halt dich an den Kodex.